Hallo und herzlich willkommen in der Multi-Deck-Mixing-Lektion. Also das hier ist dann auf jeden Fall schon der Next Level sozusagen für die Fortgeschrittenen, denen zwei Decks nicht mehr reichen und im Prinzip hier nochmal eins draufsetzen wollen, indem sie drei Decks, vier Decks, fünf Decks, sechs Decks benutzen. Logischerweise gibt es auch hier theoretisch kein Limit. Irgendwann wird es natürlich ein bisschen affig. Außerdem ist es dann auch irgendwann kein klassisches Auflegen mehr, sondern eher Live-Producing. Die Grenzen sind hier natürlich schwimmend und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier darauf eingehen, denn viele DJs, vor allem eben im elektronischen Bereich, nutzen das und deswegen klären wir es zusammen. Multideck-Mixing ist ja eben einfach das Auflegen mit mehr als zwei Decks. Klar, Multi wäre zwar eigentlich schon zwei, aber zwei ist ja sowieso die Grundvoraussetzung. Ihr braucht ja immer einen Übergang von mindestens mal einem in den nächsten und wieder zurück. Aber wenn ihr eben dann drei oder vier Decks nutzt, dann potenziert ihr natürlich wie immer, wie wenn ihr noch alle anderen möglichen Funktionen nutzt, eure Möglichkeiten. Ihr könnt zum einen einfach einen Haupttrack noch aufpeppen sozusagen, indem ihr auf die anderen Decks noch einzelne Lead-Elemente legt, sei es jetzt nur Vocals oder eine coole Melodie oder ja, bestimmte Percussions, irgendeine Bassline, whatever. Eben auf diese einzelnen Decks dann noch irgendwelche ja, recht minimalistischen Lead-Elemente, um einen Haupttrack aufzupeppen. Oder, was ihr auch machen könnt, was viele DJs der elektronischen Genre sehr gerne machen, ist, dass sie sozusagen komplexe Übergänge zwischen mehreren Tracks hin und her gestaltet. Das heißt, man weiß gar nicht mehr jetzt, welcher eine Track gerade am Laufen ist, sondern es geht von Deck 1 zu Deck 3, zu Deck 2, wieder zu Deck 3 und so weiter. Da empfiehlt es sich natürlich eher, dass die einzelnen Tracks etwas minimalistischer sind, weil es sonst zu voll wird. Aber auch das ist eben eine Möglichkeit, zwischen schon vollwertigen Tracks ja, sehr komplex hin und her wechseln und eben gerade schon angesprochen, im Prinzip diese Live-Producing-Richtung, dass ihr euch auf manche Decks wirklich auch nur Samples oder Loops legt. Das ist dann natürlich auch wieder im Prinzip überschneidend mit den Sample- oder Remix-Decks. Aber klar, ihr könnt natürlich auch normale Decks dafür nutzen. Das heißt, ihr legt eben auf die Decks wirklich nur Samples oder Loops von bestimmten Instrumentals, von bestimmten Lead-Elementen, einzelne Instrumente und so weiter. Und habt dann auch keinen einen Haupttrack mehr, den ihr vielleicht dann dadurch aufpeppt, sondern wirklich ihr kreiert einen ganz neuen Track dadurch. Logischerweise könnt ihr natürlich auch dann das Ganze wieder noch kombinieren mit den Remix- und Sample-Decks, dass ihr eben noch mehr Tonspuren habt. Aber spätestens, wenn ihr da angekommen seid, dann werdet ihr wahrscheinlich auch eine richtige DAW mit nutzen, also eine Digital Audio Workstation, richtig dann zum Produzieren. Was ihr dann damit noch verbinden werdet, das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir konzentrieren uns jetzt mal hier nur auf die Decks. Das erfordert natürlich auch extrem viel Vorbereitung, denn sich live die ganzen Sachen rauspicken kann funktionieren. Ist aber eher unwahrscheinlich, dass ihr zufällig gerade die ganzen Lead-Elemente, Loops und Soundschnipsel findet, die ihr benötigt, um einen geilen neuen Track zu arrangieren. Das wird eher nicht passieren, weswegen ihr eher zu Hause sitzen werdet. Ihr hört euch viel Musik an und sagt, ah, das hört sich cool an, könnt ihr vielleicht cool mit dem kombinieren, probiert's aus und so weiter. Und dann speichert ihr euch das Ganze ab, sei es jetzt in speziellen Playlisten und in den Tracks ist dann eben immer ein Loop zum Beispiel hinterlegt oder ihr arbeitet mit Cue Points und so weiter, hatten wir ja alles schon geklärt. Oder eben ihr zieht euch die einzelnen Sample raus aus den Tracks, ladet sie in Sample- und Remix-Decks und so weiter. Also, das braucht auf jeden Fall extrem viel Vorbereitung und die Frage ist ja nicht nur, wie macht ihr das jetzt mal mit einem Track oder so, sondern wenn ihr euer ganzes Set damit gestalten wollt, dann potenziert sich ja im Prinzip auch der Vorbereitungsaufwand. Also das soll auf jeden Fall wohl überlegt sein, aber es wird euch auf jeden Fall so schnell niemand nachmachen. Es werden wahrscheinlich auch viele DJ-Kollegen von euch nicht mal mehr verstehen, was ihr da macht, weil das Ganze so komplex ist mit den vielen Spuren, dass keiner mehr peilt, von wo jetzt welcher Sound kommt. Und ja, das kann auch keiner einfach so nachspielen, weil es ja kein fertiger Track ist, den ihr dann einfach nur per Play ganz platt gesagt abspielt, sondern eben ihr arrangiert alles live. Das heißt, ihr habt ein extrem starkes Alleinstellungsmerkmal, ihr hebt euch deutlich von eurer Konkurrenz ab, die einfach immer nur so macht.
und zwischen zwei Tracks hin und her wechselt. Und das ist auch natürlich ein besonderer audiovisueller Leckerbissen sozusagen für euer Publikum, weil für die sieht es auch immer ein bisschen aus wie im Raumschiff. Die verstehen gar nicht mehr, was macht er da eigentlich. Und auch gerade dieser individuelle Sound ist natürlich auch etwas, was das Publikum so sehr wahrscheinlich noch nicht irgendwo gehört hat. Deswegen, es ist den Aufwand auf jeden Fall wert, aber man sollte es natürlich auch nur machen, wenn man es wirklich kann, blöd gesagt. Also wenn man es wirklich beherrscht und es schafft, hier wirklich was Neues, Einzigartiges, Starkes zu kreieren, dass es platt gesagt auch wert ist, in der Öffentlichkeit zu spielen. Denn jetzt einfach auf Zwang irgendwie Loops ineinander zu schmeißen und da irgendwas draus zu machen, das geht natürlich, aber da werdet ihr dann auf jeden Fall nicht sehr lange in der Öffentlichkeit damit stattfinden. Wenn es darum geht, wie ihr zum Beispiel eben Deck 3 und 4 nutzen könnt, dann bietet es sich zum Beispiel besonders an, dass ihr eben sehr sanfte Übergänge macht. Wie bereits erwähnt, vor allem für die elektronische Richtung geeignet, aber geht auch für andere Genres. Ihr könnt nämlich eben zum Beispiel eben auf Deck 1 klassisch den Track laufen lassen, den man eben gerade draußen hört. Ihr möchtet auf Deck 2 einen neuen Track reinbringen und auf Deck 3 oder 4 oder 3 und 4 habt ihr dann zum Beispiel eben noch irgendeinen Loop, irgendeinen Sample hinterlegt oder eben einen anderen Track, der sehr minimalistisch ist. Mixt den erstmal, weil er ja auch so einfach und minimalistisch ist, in Deck 1 rein. Das geht dann sehr einfach vonstatten. Meistens kann man die sogar direkt droppen sozusagen, also per Chop-Mixing. Und dann könnt ihr den eigentlichen Track noch bringen auf Deck 2. Und nun könnt ihr Deck 1 viel leichter rausfaden, im Prinzip aus dem Mix nehmen, als wenn ihr Deck 3 nicht hättet. Das heißt, wenn wir mit der Variante eben Deck 1, 2 und 3 auflegen und Deck 1 dann aus dem Mix nehmen, fehlt logischerweise nur in Anführungszeichen ein Drittel vom ganzen Klangspektrum. Wenn wir nur mit zwei Decks auflegen, fehlt logischerweise gleich mal die Hälfte. Also da ist auf jeden Fall dann ein bisschen angenehmer, diesen ganzen Übergang zu gestalten. Ihr habt dann oft mehr Zeit, es hört sich sanfter, ruhiger an und so weiter. Ist ja auch irgendwie selbsterklärend. Ihr könnt dann natürlich einfach noch schauen, möchtet ihr mit Deck 3 und Deck 4 oder nur mit einem. Am besten eignen sich dann hier logischerweise eher einfache Instrumentals, wenn nicht sogar nur einfache Instrumente sozusagen. Dass ihr zum Beispiel nur eine Hi-Hat, nur eine Bassdrum oder eben eine Bassline, Kick, Snare, whatever, eben einzelne Instrumente hier drauf habt, eben meistens etwas, was sozusagen zum Grundstock einer Produktion gehört, wie eben diese Percussions und ähnliche Dinge. Aber es sind ja wie immer keine Grenzen gesetzt, ihr könnt da theoretisch auch andere Sachen drunter legen. Hauptsache, es hört sich gut an. Wenn ihr zum Beispiel gerade in Richtung Hip-Hop, R&B und so weiter unterwegs seid, wo es ja auch generell mit Intros und Outros ein bisschen schwierig aussieht, dann können euch Deck 3 und 4 insofern helfen, dass ihr hier dann zum Beispiel ein paar One-Shots oder einfache Loops abfeuern könnt. Bestes Beispiel dazu ist natürlich mal wieder unser Airhorn oder vergleichbare Sounds. Ihr habt also Deck 1 ganz normal am Laufen, möchtet jetzt Deck 2 reinbringen, findet aber keine richtige Möglichkeit, eben einen klassischen Übergang zu machen. Das heißt, ihr feuert dann einfach euer Airhorn ab. Bringt in der Zeit Deck 2 mit rein und die ganze Sache ist gegessen. Das Airhorn ist so laut, da hört niemand, ob das jetzt schräg, asynchron, eben nicht ganz beat- und taktgenau ist. Voll egal, Deck 1 ist dann logischerweise wieder draußen und der Übergang ist vollzogen, in Anführungszeichen Übergang. So, also zum Beispiel gerade solche One-Shots oder eben einfache Loops. Auch wieder ähnlich wie bei der Variante gerade eben mit einfachen Instrumentals und so weiter, die ihr hier drunter legen könnt. Auch beim Hip-Hop zum Beispiel sehr beliebt der Teaser-Mix. Und hier könnt ihr dann zum Beispiel genauso auch ja, einen One-Shot oder ein kleines Sample von einem Vocal oder von einer Melodie drunter legen, die vielleicht eben weder zu Deck 1 noch zu Deck 2 gehören. Also von den beiden Tracks, die dann entweder schon gelaufen sind oder kommen werden. Aber es macht einfach gute Laune, weil die Leute mögen das Lied, aus dem das eigentlich stammt oder haben generell logischerweise einfach Bock auf den Track, freuen sich schon, ah, der kommt jetzt gleich. Und so könnt ihr dann natürlich auch einfach
ja, im Prinzip mal die Leute ein bisschen, ja, veräppeln. Wobei es ja kein wirkliches Veräppeln ist, weil es geht einfach darum, die Leute zu entertainen. Und wenn ihr hier eine coole Melodie habt, die ihr dann mal kurz droppen könnt, dann ist das natürlich auch dem zuträglich. Logischerweise müsst ihr die Decks 3, 4 und so weiter ja nicht immer auf voller Lautstärke laufen haben. Ihr könnt ja einsetzen nach Gusto, das heißt mitten im Track vielleicht mal irgendwann möchtet ihr euren Track ein bisschen aufpeppen, dann nehmt ihr es wieder raus. Das am besten halt an die Takte und an das Phrasenmuster des eigentlichen Haupttracks angepasst. Ist ganz logisch, dass das auch wie bei richtigen Produktionen Sinn ergibt. Ihr könnt die wechseln, eben drin lassen, rausnehmen. Hauptsache, es hört sich einfach gut an. Gerade im EDM-Bereich zum Beispiel wird es auch gerne gemacht, dass man mit mehr als zwei Decks auflegt, um ja live Mashups zu machen. Mashup heißt, dass ihr ja eben aus mehreren Tracks gewisse Elemente rausnehmt. Am besten eben sehr bekannte Tracks, dass halt die Freude beim Publikum besonders groß ist, dass man sozusagen mehrere Lieder, die man feiert, gleichzeitig hören kann. Ihr nehmt von einem Track die Vocals, ihr nehmt vom nächsten eben eine coole Melodie und dann nehmt ihr sozusagen noch den Unterbau von einem anderen Track, das heißt eben die ganzen Percussions, Kick und so weiter, Bassdrum, diese ganzen Geschichten und kreiert dann hier wirklich was komplett Neues. Also eben ein Live-Mashup und könnt es natürlich dann auch wieder durch hineinbringen oder auch wieder rausfaden der einzelnen Decks, ja im Prinzip live anpassen, manipulieren. Und da ist die Freude dann eben auch, wie gerade erwähnt, immer besonders hoch. Es hat einen sehr hohen Entertainment-Faktor. Es macht euch auch wieder sehr rar sozusagen. Denn hoffentlich habt ihr den Live-Mashup nirgendwo geklaut, sondern selber zusammengeschustert sozusagen. Dann seid ihr die Einzigen damit. Und das ist natürlich wieder ein cooles Alleinstellungsmerkmal und sieht natürlich auch eindrucksvoll aus. Ihr habt die volle Kontrolle über dieses Live-Mashup und deswegen ist es auf jeden Fall eine geile Sache. Insgesamt ist es natürlich extrem wichtig, dass ihr diesen Überblick behaltet. Klar, wir sagen jetzt hier die ganze Zeit, ihr könnt den reinfaden, rausfaden und wie ihr möchtet und so weiter. Es hört sich jetzt erstmal alles so simpel an, wir werden es auch gleich in der Praxis dann nochmal sehen. Aber im Eifer des Gefechts, ihr habt eine volle Hütte vor euch, es ist dunkel, viel Action. Da ist es auf jeden Fall schon eine Herausforderung, dann noch den Überblick über die ganzen Decks zu behalten. Nummer 1, auf welchem Deck läuft denn was überhaupt? Dann Nummer 2, wann eben bringe ich was ein, wann nehme ich was raus? Und eben Nummer 3, einfach dieses Gesamtarrangement, dass man immer noch checkt, okay, passt das jetzt, wann muss ich vielleicht wieder eben was Neues schon wieder bringen und so weiter und so fort. Das ist also sehr anspruchsvoll und da kann man ja nicht eben zwischen den beiden Übergängen, während nur ein Track läuft, mal eine rauchen oder kurz zur Bar gehen, sich einen Drink holen. Das funktioniert dann auf jeden Fall nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist ein starkes Alleinstellungsmerkmal und es macht ordentlich was her. Deswegen kann es sich auf jeden Fall lohnen, sich die Mühe zu machen. Insofern ihr zum Beispiel digital auflegt und euer DJ-Programm beispielsweise 4 Decks aufweist, euer Controller aber leider nur 2 hat, muss das nicht unbedingt heißen, dass ihr nicht mit 4 Decks auflegen könnt, weil ihr könnt das intern alles so routen, dass die 4 Decks trotzdem im Prinzip als Output dann gemeinsam rausgehen. Deswegen müsst ihr einfach mal schauen, wie ihr das Ganze gebacken bekommt. Denn gerade wenn ihr ja nicht mit 4 vollen Decks auflegt, dass ihr wirklich auch noch den EQ und alles braucht, sondern dass ihr einfach nur recht simple Loops mal noch laufen lasst oder eben ab und zu mal was abfeuert von diesen Decks, dann braucht ihr da jetzt nicht unbedingt auch noch einen extra Controller mit 4 Decks dafür, sondern diese wenigen Funktionen könnt ihr dann zum Beispiel auch noch relativ easy über den PC direkt bedienen. Das eben noch als Tipp. Wenn ihr jetzt nicht gerade mit so einem ausführlichen Setup hier gesegnet seid. Und jetzt gehen wir in die Praxis und zeigen euch dann noch einige Möglichkeiten, die euch das Multideck-Mixing bietet. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.